Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, zur neuen In-and-Out-Liste. Und es geht weiter im Dezember. Und zwar habe ich einmal diese Schuhe aussortiert, denn die trage ich nie. Die sind mir nämlich viel zu weit vorne. Die werde ich inserieren und verkaufen. Die habe ich selbst schon secondhand gekauft, aber eben nur ein, zweimal getragen. Und deswegen kommen sie weg und jemand anders darf sie dann haben. Und diese Schuhe, denn die sind vorne schon komplett kaputt und echt schon uralt und schon ziemlich hart auch. Also die sind nicht mehr so das Wahre und auch ein bisschen zu eng. Und die werden auch aussortiert, also minus zwei Dinge. Es geht weiter mit dem Aussortieren. Wieder zurück, as always, am Boden. Am Boden der Tatsachen, wie ich letztens schon so schön gesagt habe. Und mir fallen keine neuen Witze ein, nein. Und ich habe ein paar Dinge, die ich aussortiere und ein paar Dinge, die neu dazugekommen sind. Und zwar, heute ist der 5. Dezember und ich habe in meinem Kleiderschrank wieder mal gewühlt, beziehungsweise sind mir ein paar Dinge ins Auge gefallen, die wegkommen. Und zwar drei BHs, also das sind einfach drei ganz normale BHs, die ich einfach nicht trage, weil sie nicht so bequem sind und nicht so hochwertig, ehrlich gesagt. Also die sind von H&M und früher hatte ich nur H&M BHs, aber mittlerweile habe ich mir bessere gekauft und man merkt einen Unterschied. Und dann habe ich auch noch einen Pullover. Der sieht so aus. Der ist generell echt schön, aber, also ich habe den Secondhand gekauft um 5 Euro. Ich dachte mir eigentlich, weil das ist die Marke, und ich dachte mir eigentlich, der wäre aus Baumwolle oder so. Allerdings turns out, dass der aus so gut wie 100% Plastik ist. Dementsprechend ist der erstens mal relativ kratzig und zweitens schwitze ich darin. Ja, ich werde den, glaube ich, wieder verkaufen. Dann dieser Cardigan, den habe ich schon ewig und der ist echt nicht mehr schön und ja, ich ziehe ihn einfach nicht mehr an. Deshalb kommt er weg. Das ist so ein H&M Cardigan. Ich kann euch den mal zeigen. Moment, ich ziehe ihn an. Das ist ja der Cardigan. Nichts Besonderes. Habe ich schon ewig. Ich glaube, lasst mich nicht lügen. Habe ich ihn vielleicht schon 10 Jahre sogar? Möglich. Ja, der kommt weg. Und hier ist er, der Pullover. Ich finde ihn echt schön. Also mir gefällt er wirklich gut. Aber, ach, allein wenn ich ihn jetzt anprobiere, er kratzt einfach überall. Und natürlich, bevor ich es vergesse, und zwar habe ich, nachdem ich das Büro aussortiert habe, beschlossen, beziehungsweise Christian hat mich auf die Idee gebracht, dass es ja eigentlich schlau wäre, wenn ich mir eine Büroecke einrichten würde, weil derzeit findet ja alles am Esstisch statt. Dementsprechend sieht er auch aus. Ich zeige euch das mal. Hier steht der Laptop, da steht noch der Rest von meinem Frühstück, da steht noch eine Marmelade, da hinten stehen noch Süßigkeiten. So sieht das eigentlich ständig aus, da drüben liegen Tests, also Corona-Tests. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich eine Büroecke einrichte, beziehungsweise eben Christian hat mich darauf gebracht und ich werde das jetzt umsetzen. Und dafür brauche ich aber wohl oder übel ein paar neue Dinge, nämlich mal einen größeren Bildschirm. Der ist neu dazugekommen, also plus ein Ding. Und ein HDMI-Kabel ist auch dazugekommen, sprich plus zwei Dinge. Das ist der Bildschirm. Der ist von ViewSonic. Ich habe ihn gebraucht gekauft um 170 Euro statt 250 für den Neukosten. Also da kommen jetzt noch ein paar Dinge wahrscheinlich dazu. Aber dazu dann mehr, wenn sie da sind. Es geht weiter mit der In-and-Out-Liste. Es ist mittlerweile der 18. Dezember und es sind ein paar Dinge dazugekommen und auch ein paar weg. Und zwar möchte ich ja mir eine Büroecke da hinten einrichten und zu diesem Zweck habe ich ein paar Dinge gekauft, unter anderem einen ziemlich großen Fail, denn ich wollte einen externen Bildschirm, aber der Bildschirm ist, glaube ich, zu stark für meinen Laptop und deswegen ist die Qualität einfach furchtbar. Ich habe mir extra ein neues Kabel auch noch gekauft, weil ich mir dachte, es liegt am Kabel. Aber nein, es liegt an meinem Laptop, denke ich zumindest. Und deshalb habe ich einen Bildschirm gekauft, secondhand, und werde ihn jetzt auch wieder verkaufen. Also ich habe ihn schon inseriert. Dann geht es weiter und zwar habe ich mir so einen Laptop-Ständer gekauft, eben auch für die Büroecke. Das ist ziemlich praktisch, auch jetzt schon ohne zweiten Bildschirm. Also den habe ich auch gebraucht gekauft um,
ich glaube 20 Euro statt neu kostet er 45 Euro ungefähr. Der war sogar noch in seiner originalen Verpackung, also hat sich ausgezahlt. Und hier am Boden habe ich jetzt noch ein paar Dinge. Und zwar diese Nähmaschine, die ich ja von meiner Mama bekommen habe, die funktioniert leider wirklich nicht so richtig. Die kommt weg, da behalte ich nur den Reißverschlussfuß und die werde ich auch viel haben, um ganz, ganz wenig Geld stellen. Vielleicht schafft es jemand zu reparieren. Ich habe zwei Nähmaschinen, von dem her kann ich sie getrost weggeben. Dann einen Stoff, den ich nicht mehr brauche, der kommt weg. Dann einen Cardigan, der war schon auf meinem Vielleicht-Stapel beim letzten Kleideraussortier-Video. Der ist mir einfach zu schlapprig und ich habe ihn ganz lang gehabt, aber jetzt kommt er weg. Und ein Lippenstift, weil mir da die Farbe nicht so gefällt. Der ist von Catrice und der ist so, also die Farbe steht mir nicht so richtig. Dann noch eine Lederjacke, die habe ich auch schon ewig, aber ich habe noch eine zweite Lederjacke und die ist relativ eng und die andere ist etwas lockerer, was mir besser gefällt und deswegen kommt die weg und wird verkauft. Und neu dazugekommen sind ein paar Dinge und zwar habe ich zwei Paar ganz normale schwarze Socken, Bio-Baumwoll-Socken gekauft. Dann habe ich mir so ein Kabel von Apple kaufen müssen, weil die Frechheit ist ja, ich hatte so ein Kabel, aber nicht das Originale von Apple. Also das ist ein Adapter für Lightning to Headphone, also für Kopfhörer. Und die gefälschten bzw. die nicht originalen von Apple, die funktioniert bei Apple nicht. Also es funktioniert eine Zeit lang und nach einer Zeit zeigt es dann an, dass das nicht das originale Produkt ist und das deswegen nicht funktioniert. Ja, also danke Apple dafür. Deshalb habe ich mir das gekauft, weil ich das fürs Auto brauche, weil wir da nur einen AUX-Anschluss haben. Die alten könnte ich eigentlich verkaufen. Den muss ich dann, glaube ich, noch raussuchen und verkaufen. Vielleicht kann ja jemand brauchen. Und neu dazugekommen ist auch ein Alverde Eyeliner in nicht ganz weiß, sondern so in Creme. Ich habe ihn auch drauf. Vielleicht sieht man es, weil ich habe letztens gesehen, ich hatte schon mal einen hellen, und zwar einen so hell türkisen. Den hatte ich bei einem Video drauf und letztens habe ich dieses Video durch Zufall nochmal gesehen und gesehen, dass mir das sehr gut gefällt, aber der andere ist schon leer und deshalb habe ich mir einen neuen gekauft. Was auch neu dazugekommen ist, und das ist auch ziemlich cool, ist diese Strumpfhose. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und zwar sieht die jetzt irgendwie sehr verwaschen aus, aber das ist sie nicht. Denn wenn man sie trägt, also die ist innen, hat die ein helles Futter, also wie eine durchsichtige Strumpfhose. Und außen ist sie aber so schwarz. Und wenn man die dann trägt, sieht es aus, als ob man eine durchsichtige Strumpfhose trägt. Das habe ich auf TikTok gesehen und musste mir das dann gleich bei DM kaufen, weil, genau, es kommt noch was weg, weil eine Strumpfhose von mir kaputt geworden ist und ich ohnehin eine neue gebraucht habe. Nämlich diese Strumpfhose, die ist erstens schon echt nicht mehr schön, wie man sieht. Und sie hat beim großen Zeh ein riesiges Loch bekommen letztens. Und deshalb ist eine neue eingezogen. Es ist der 27. Dezember, sprich Weihnachten ist vorbei und ich habe ein paar Sachen für die In-and-Out-Liste. Mehr Out als In, deutlich mehr, zum Glück. Ich habe zu Weihnachten nicht so viel Dinge bekommen, also eher mehr Gutscheine und essbare Dinge oder Dinge, die sich verbrauchen. Und nur ein Ding, glaube ich, was ich zur In-and-Out-Liste zähle und sonst eigentlich nichts. Ich zeige euch das mal. Diese Keksdose, die habe ich mit Keksen befüllt bekommen und die zähle ich jetzt dazu. Die behalte ich auch, weil Keksdosen praktisch sind. Dann habe ich von einer Freundin heute einen Rock bekommen. Das ist so ein weißer Wickelrock und den behalte ich mal bis Sommer und dann schaue ich, ob ich den trage, denn er gefällt mir zumindest derzeit sehr gut. Und dann habe ich mir heute secondhand ein ganz schlichtes schwarzes Kleid gekauft, das, weil ich bemerkt habe, dass mir sowas einfach fehlt. Also ein schickeres, schlichtes Kleid, das ich für alle möglichen Anlässe anziehen kann. Also sprich plus 3. Und was ich fast vergessen habe, ich habe mir eine Periodenunterhose gekauft, eine neue, weil ich meine alten irgendwann mal aussortiert habe, weil sie nicht mehr gut gepasst haben und die ist noch unbenutzt. Und ja, also eine ganz schlichte schwarze Periodenunterwäsche, die ziemlich praktisch
ist, kann ich jedem nur ans Herz legen und empfehlen. Also das ist mal dazugekommen, plus 4 Dinge. Und weggekommen ist der ganze Haufen oder kommt der ganze Haufen. Denn in der Weihnachtszeit ist mir aufgefallen, durch unsere Weihnachtsfeier und durch Weihnachten selbst, dass ich die meisten meiner schöneren Kleidungsstücke gar nicht mehr so gern mag, weil erstens habe ich ein bisschen zugenommen im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren und zweitens mag ich nicht mehr so ganz kurze Kleider, also irgendwie bin ich aus dem Alter draußen, wenn man das so sagen kann. Natürlich kann man auch im Alter noch kurze Kleider tragen, das war ein Blödsinn, aber ich mag es einfach an mir nicht mehr so gerne und fühle mich wohler, wenn es ein bisschen länger ist. Und deshalb habe ich folgende Dinge aussortiert. Das Kleid finde ich super schön, ist auch nicht so kurz, aber irgendwie gefällt mir der Ausschnitt vorne einfach nicht so gut. Und ich habe es damals sehr gern getragen, ich habe es vor 2 Jahren gekauft ungefähr und habe es aber heuer nie getragen. Deshalb kommt es weg, weil ja, ich habe es nicht getragen. Es wird jemand anders finden und es ist sehr schön und es kommt aber weg. Also danke, aber du kommst weg. Hier nochmal 3 Kleider. Und zwar einmal so ein, das ist eigentlich von H&M, aber ich habe Secondhand gekauft. Das ist ein schickeres Hemdblusenkleid, also mit ohne Ärmel. Genau, mit ohne Ärmel und so einem schönen Gürtel. Aber das ist mir einfach hier, es ist nämlich, glaube ich, auch eine 36 und das passt mir eigentlich gar nicht. Also normal habe ich 38, 40 und das ist mir dementsprechend bei den Ärmeln zu eng. Und das ist ungemütlich und deshalb trage ich es auch nicht und es kommt weg. Dann dieses Kleid, das hat mir gute Dienste geleistet, das habe ich schon ewig. Das ist so ein Bordeaux-rotes, etwas schickeres Kleid, aber es ist ziemlich kurz und hinten wirft es irgendwie komische Falten. Also das ist so komisch genäht, dass das beim Hintern immer ganz seltsam aussieht. Aber das kommt weg. Also das war immer sonst so mein Weihnachtskleid. Aber ich werde es nicht mehr tragen. Genauso wie dieses. Das habe ich nicht lang, aber es ist, ich finde es auch ganz cool. Das habe ich Secondhand letztes Jahr gekauft. Aber dadurch, dass es so eng ist, mag ich es nicht so gerne. Also ich bin nicht so der größte Fan immer von engen Dingen, weil sie meine Figur nicht so schmeichelnd, finde ich. Deshalb kommt das auch weg. Dann ein Mantel, den ich sehr, sehr geliebt habe immer und auch sehr viel getragen habe, viele, viele Jahre. Der ist von Fila und das ist einfach so ein, wie nennt man das? Der ist einfach aus einem Stück vorne, also nur mit so einer Flappe zum Umschlagen. Und ist eigentlich so dunkelgrün, das sieht man ja nicht ganz. Aber ich habe meinen schwarzen Mantel, den ich selbst genäht habe und den trage ich eigentlich statt dem. Deswegen brauche ich den nicht mehr. Und ja, also der darf ruhig gehen, den habe ich viele, viele Jahre sehr gern getragen. Dann kommt weg. Diese Tasche, die habe ich auch schon ziemlich lang und die ist da drin auch schon echt ekelhaft. Und das wäre nicht das Problem, aber sie ist auch schon komplett kaputt und löst sich auf. Also das kommt weg. Genauso wie diese Tasche, die ist mir letztens selber kaputt geworden. Die habe ich auch schon ziemlich lang. Die hatte ich, boah, soweit ich mich erinnere, habe ich die sogar schon bei meinem Matura-Ball getragen, der jetzt mittlerweile 10 Jahre her ist. Also, die hat gute Dienste geleistet. Das ist eine ganz schlichte, schwarze, schicke Tasche von H&M. Das hat erstaunlich gut gehalten. Jetzt brauche ich dafür aber einen Ersatz, weil ich habe eine schwarze Tasche noch, mit der bin ich aber nicht ganz zufrieden. Die behalte ich noch so lange, bis ich einen Ersatz gefunden habe. Aber dabei kommt die weg. Dann geht's weiter. Ich habe eine Unterhose aussortiert, die ich nicht oft getragen habe, aber die mir einfach zu eng ist und die einschneidet. Mag ich nicht. Dann einen Schal, den ich nicht trage, weil den habe ich auch noch in Grau und der war mal bei irgendeinem ein Paket dabei, also mit Mütze und Schal und den brauche ich nicht. Der darf auch gehen. Genauso wie diese Stoffe, das sind, ja, ich zähle es als 2 Stück, weil das ist einer und das ist einer, weil ich die einfach nicht verwenden werde und ich habe genug und die waren auch einmal in einem Stoffpaket drin, das ich mal
gebraucht gekauft habe. Aus dem habe ich schon mal was gemacht, aber ich werde nicht noch was draus machen. Und der, ja, ich weiß einfach nicht, was ich mit dem machen soll. Deswegen wird das verschenkt auf Willhaben. Dann Knöpfe, weil ich habe ja mein Schlafzimmer, also mein Nähkästchen aussortiert. Und die sind so super retro. Und ja, sie können sicher irgendwo cool aussehen, aber ich brauche sie nicht. Deswegen werden sie mit verschenkt mit den Stoffen. Dann noch dieses T-Shirt, das habe ich schon mal gezeigt. Aber, und wollte eigentlich was draus nähen, aber ich werde es, glaube ich, einfach wieder verschenken, weil ich in diesem Stoff ziemlich viel schwitze. Und das hat zwar eine sehr schöne Farbe, aber das kommt auch weg. Dann noch diese Stiefletten. Da war ich letztens beim Aussortieren von den Schuhen noch unschlüssig, aber ich habe sie jetzt letztens anprobiert und wollte sie zu Weihnachtsfeier tragen. Aber die sind mir einfach eindeutig zu eng und unbequem. Deshalb kommen die weg, obwohl sie super, super schön sind eigentlich. Also mir gefallen sie sehr gut. Aber ja, die dürfen gehen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Dinge das waren. Ich zähle mal. Das waren jetzt minus 15 Dinge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber ich werde es euch sonst einblenden, wie viel es waren. Und plus 4 Dinge. Sprich, was habe ich jetzt gesagt? Minus 19? Ja, ich blende es euch ein, wie viel Minus und wie viel Plus es waren. Es ist mittlerweile Ende Dezember. Wundert euch nicht, falls ich irgendwie kränklich wirke. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Und es gibt wieder was zum Aussortieren, beziehungsweise auch was Neues, was dazugekommen ist. Einmal sind hier zwei Zeitschriften, die wegkommen. Die lese ich in letzter Zeit sehr gerne und ich kaufe mir aber immer erst ein neues, wenn ich das alte wirklich fertig gelesen habe. Und da kommen zwei davon weg. Dann kommt ein paar Ohrringe weg, das ich nicht trage. Das ist auch kein echter Schmuck, sondern Modeschmuck und das mag ich auch nicht mehr so gern. Dann noch ein paar Ohrringe, die ich nicht mehr so gern trage. Ein Ring und dieser Armreifen. Und genauso dieser Lipliner, den ich eigentlich nie trage. Und dann auch noch eine Rundbürste, weil ich zwei davon habe und die einfach nicht brauche. Und das wird alles verschenkt. Und dann habe ich zu Weihnachten eine neue Ausgabe von dieser Zeitschrift bekommen. Also kommt da jetzt eins dazu. Und ich habe mir letztens Handschuhe gekauft, weil wir Eislaufen waren und ich keine Handschuhe erstens mal dabei hatte. Und ich zweitens keine Handschuhe habe, die etwas dicker sind. Also ich habe nur ganz, ganz dünne und die sind ein bisschen dicker. Und auch so Sporthandschuhe. Und da ich die sowieso gebraucht habe und die auf meiner Liste standen, habe ich die dann gleich gekauft. Der Dezember ist jetzt wieder vorbei und wir sind insgesamt auf minus 23 Dingen gelandet. Das ist mehr als letzten Monat. Letzten Monat waren es, glaube ich, nur minus 8, aber weniger als im Oktober. Also ich setze mir jetzt ein Ziel und ich möchte im Jänner auf 30 Dinge mindestens landen, die ich aussortiere, also auf minus 30 Dingen. Ja, ich werde mich ans Aussortieren machen. Ich glaube, ich muss eh mal meinen Kleiderschrank wieder ausräumen. Das Problem bei mir ist halt die Kleidung. Die Kleidung, die Kleidung, die Kleidung. Ich kaufe zwar keine teure Kleidung, weil ich eigentlich alles Secondhand kaufe oder so gut wie alles, aber ich kaufe keine Kleidung. Und dadurch, dass ich auch noch in einem Secondhand-Geschäft nebenbei arbeite, zumindest ein bis zweimal im Monat, geht die Rechnung mit dem keine Kleidung kaufen meistens nicht auf. Falls ihr auch so eine Liste führt, schreibt mal in die Kommentare, wie viel ihr so aussortiert, beziehungsweise wie viele neue Dinge bei euch dazukommen. Das würde mich mal interessieren, weil irgendwie kommt doch immer wieder was Neues dazu, was erstaunlich ist, aber es ist so. Vielleicht sollte ich mal einen No-Buy-Monat ausprobieren, das wäre auch mal spannend. Im Jänner, Spoiler, habe ich es schon verkackt. Weil ich habe schon was gekauft. Gebt dem Video übrigens gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Ciao.